jetzt unterwegs schon an der Raststätte, ganz kurz Pipi machen und dann geht's auch weiter. Wir haben jetzt noch 2 Stunden 15 oder so vor uns bis zum Hotel, aber alles ganz entspannt. Dann sind wir um 11 Uhr irgendwas im Hotel angekommen. Von 12 bis 15 Uhr ist die Waage für die Mädels. Da werden wir dann hinfahren. Ja, so sieht's bisher aus. So, wir sind jetzt am Hotel angekommen. Ich bin richtig am Arsch. Mein Auto hat noch Faxen gemacht, weil wir bei der ersten Raststätte, als wir losgefahren sind, bin ich irgendwie vom Bordstein so komplett so bam, runtergeklatscht. Und dann ist es halt vorgekommen, dass während der Fahrt das Auto einfach langsamer geworden ist und ich gar nicht mehr richtig Gas geben konnte. Und mein Herz war ultra am Rasen. Das war einfach Stress pur. Ich habe einfach nur gehofft, dass wir es schaffen bis zum Hotel. Das haben wir jetzt auch geschafft. Es war auch kurzzeitig die Motoranzeige an. Das ist auf jeden Fall gar nicht gut, aber ja, wir sind da. Die Beine. So, jetzt zeig mal deine Beinchen. Junge. Krank. Aber die fühlen sich zu an. Bist du zufrieden? Nee. Nein? Warum nicht? Die Streifen, die habe ich eigentlich mehr. Ich hoffe, das geht noch weg. Das kriegst du noch hin. Sehr, sehr gut. Du bist ja eh noch nicht durchziehen, ne? Also noch drüber. Da, ich bin noch drüber. Ich sollte noch ein bisschen was drücken haben, ne? Ja. Und dann, wenn du willst. Ich hoffe. Treppen laufen. Verrückt, Mann. So, wir sind jetzt angekommen im Hotel. Für mich gibt es jetzt meine erste Mahlzeit. Ich habe so brutalst Hunger schon. Es ist kurz vor 12. Für mich gibt es jetzt Reis und Hähnchen und ein bisschen Walnüsse mit drin. Und dann warten wir jetzt auf Jan. Der sollte aber auch gleich da sein. Und dann ist schon ab 12 bis 15 Uhr die Waage für die Mädels. Und da werden wir dann bestimmt auch gleich hinfahren. Und ja, werden wir sehen, was da so abgeht. Ja, das ist ja kein Problem, wenn du rosieren heißt. Boah, ich bin angemeldet. Ich habe die Nummer 156. Dazu habe ich einen Shaker bekommen. Eine Smilodogs Leggings in Größe S. Wobei ich sagen muss, dass auf Diät ich eigentlich schon XS nehmen könnte, aber ich werde ja bald wieder fetter, von daher alles gut. Dann habe ich noch ein Rich Choco Flavor Whey und ein Vanilla Cream Flavor Whey. 2 Stunden später. Ich habe gerade ein Nickerchen gemacht. Jetzt habe ich auch so dolle Hunger, dass es die nächste Mahlzeit wieder gibt. Hähnchen. Reis, Walnüsse, Ananas. Entweder machen wir danach schon eine Farbschicht drauf oder ich schlafe nochmal. Mal schauen. So, ready for Farbe. Hier steht schon mal alles bright. Lev macht sich ein Bad fertig. Der nutzt das hier auf jeden Fall aus. Und dann zeige ich euch danach, wie die erste Farbschicht aussieht. So, erste Farbschicht ist drauf. Beine kommen jetzt viel, viel besser. Ich weiß nicht, ob man es von hier hinten sieht. Aber da. Ja, dreh ich mal. Rückseite. Okay. Ja. Der Außenschwung ist krank. Ja. Immer noch richtig gut. Aber du hast jetzt den Übergang. Glutes und Hems. Man sieht, ist frei. Ja. Wir haben noch nicht mal was entwässert. Wir machen uns jetzt mal keinen Stress wegen dem Salz. Okay.
Ich meine, ich bin ja sowieso nicht der Salzgegner. Ich schicke die Leute ja auch zu McDonald's und sowas. Ne? Also das ist schon vollkommen okay. Wir müssen jetzt halt nur damit rechnen, dass ein bisschen mehr Salz im System ist. Also wir ein bisschen kaliumsparender arbeiten müssen. Das heißt, wir... ja. Was geht ab? Formcheck mit Jan ist jetzt durch. Wir haben einen kleinen Fehler, den ich gemacht habe, entdeckt. Beziehungsweise Jan hat den entdeckt. Ich habe nämlich bei Reis und Hähnchen bei den Mahlzeiten Aufschnitthähnchen benutzt. Und da ist ja auch Salz mit drin, und da man in der Peak Week ja sehr genau mit dem Salz arbeiten muss, mussten wir jetzt ein bisschen spontan umentscheiden. Und zwar ist meine nächste Mahlzeit nicht Reis und Hähnchen, sondern mein Rice Meal, was halt abends gewesen wäre. Und dann gibt es noch diese Zimtschnecken, die es bei Ikea auch gibt, als Mahlzeit eine halbe Packung. Finde ich auch sehr geil, finde ich sogar geiler. Ja. Dann schauen wir mal, wie ich nachts aussehe, falls ich aufstehen sollte. Gegebenenfalls esse ich dann nochmal, wenn ich zu flach bin, die restliche Packung auf. Und morgen früh gibt es dann nochmal Rice Meal. Und dann wird abgeliefert. Ich freue mich auf jeden Fall. Jan ist sehr zufrieden mit der Form. An sich habe ich tatsächlich obenrum zu viel Muskulatur. Kann sein, dass ich bald so gut wie gar keinen Oberkörper mehr trainieren werde. Mal schauen, fast nur noch Beine dann. Ja, aber das will ich. Ich will den Look haben. Ich werde auf jeden Fall einfach morgen Spaß haben. Jetzt wird es gleich meine Mahlzeit geben. Dann esse ich den Rest und dann gehen wir schlafen, weil wir morgen früh aufstehen müssen, um halt die letzte Farbschicht zu machen und um 8 Uhr dann schon in der Halle sein müssen. Von daher wünsche ich schon mal, glaube ich, eine gute Nacht, eventuell. Oder bis gleich, mal schauen. 3.28 Uhr nachts. Am nächsten Tag. Was geht ab, what's poppin'? Wir haben jetzt die zweite Farbschicht erledigt. Also Farbe ist fertig. Ich habe nochmal was gegessen. Nachts auch nochmal gegessen. Ich bin aber ziemlich voll. Ich konnte gerade vorhin mein Rice Meal gar nicht aufessen. Beziehungsweise ich wollte es gar nicht aufessen, weil ich mich halt schnell voll gefühlt habe. Und ich wollte mich halt nicht überfressen. Ja, ansonsten haben wir jetzt die Taschen ready gemacht. Gehen jetzt gleich los. Es ist fast 7.20 Uhr und dann geht's zur Halle. Wir sind angekommen. Gemüse oder so, irgendwie. Ich bin ready geschminkt von Tamara. Haare sind auch fertig. Kleinen Formcheck haben wir auch gemacht. Jetzt gibt es noch Reiswaffeln, Peanut Butter und Marmelade und ein paar Kekse. Und ansonsten bin ich sehr zufrieden mit der Form. Jetzt heißt es warten und dann bald abliefern. Vielen Dank, Herr Dimmel. Dankeschön.
bestellen. So, runter von der Bühne und ich bin im Finale. Ich freue mich mega, mega, mega. Ich bin jetzt schon mit dem Tag super zufrieden, weil ich irgendwie nicht mit dem Finale gerechnet habe. So, zwar habe ich ohne mal Motivation gehabt und bla bla bla, aber ich habe mir irgendwie kurz bevor ich halt auf die Bühne gegangen bin, also schon lange vorher, echt viel Gedanken angefangen zu machen. So, war das gerade richtiges Deutsch? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kam dann so dieses, ich fühle mich obenrum zu viel und untenrum passt das dann nicht von der Proportion, ich bin nicht hart genug und so weiter und so fort. Und deswegen bin ich einfach ultra happy, dass es jetzt das Finale geworden ist. Was dann kommt, ist mir relativ, ja, Hauptsache den ganzen Tag noch mitnehmen. Jetzt warte ich noch auf die anderen und dann, ja, wird erstmal gechillt. Hier ist der Zuschauerbereich. Ich habe dafür eigentlich kein Ticket, aber eben mal von Lev das Ticket geschnurrt, um kurz mal reinzuschnuppern, wie es hier aussieht für die Zuschauer. NP Nutrition. Später. So, ich habe jetzt das Video hier gequetscht. Wann kommt das denn online? Eigentlich bin ich recht zügig mit Schneiden. Zügig? Ich will jetzt ein kleines Form-Update machen vom Finale. Hast du schon alles gesagt, wo du bist, wann du bist? Ja, ja. Okay, ja. Los, kann man das drehen hier? Seilige Pose. Dreh dich mal, mach mal ruhig den Lauf ein bisschen. Jetzt zieh ich meine Hose jetzt doch mal aus. Abfass, komm, noch eine Runde. Was krass ist ihre Bein- und Bauchstruktur. Siehst du das? Wie gut das gedreht ist? Turn. Beine sind richtig. Boah. Das ganze Paket, die Präsentation, alles ist dabei, Mann. Boah. Das ist heftig bei dir. Vibration, ne? Links die Teile und Beuge. Na, ja, sieht heftig aus von den Beinen und so. Das hat eigentlich nur der erste Platz sonst. Ja, Top 3 ist safe. So, wow. Safe. Also gab ja nur eine, die hat.
Ja, das ist wirklich. Die eine war härter, die andere. Ich würde sagen, ja, Mr. Makina, was sagen Sie? Ich kenne die Konkurrenz nicht, aber das sieht schon mal richtig stabil aus. Top 3 ist drin, oder? Safe, 100%. Sagst du durchgehend Center? Immer so mit den drei ja, dann zusammen. Ist, dann ist Top 3. Das sieht gut aus. Ich würde sagen, Daumen nach oben. Ein bisschen posen lassen. Das wird. Jennifer. What's poppin? Es ist der vierte Platz geworden und hier ist Jan. Ich rede ja immer von Jan, falls ihr ihn nicht kennt. Das ist Jan. Und ja, was hältst du davon und was ist unsere Vision für die Zukunft? Ja, es war jetzt unsere erste NPC-Show. Also man muss dazu sagen, wir... Ich weiß gar nicht, ob die Leute das auf dem Channel wissen. Wir arbeiten ja schon extrem lange zusammen. Doch. Also ja. Du bist tatsächlich meine längste Athletin. Und auch das muss ich sagen, von der Wandlung her, was am krassesten funktioniert hat in der ganzen Zeit jetzt. Also als wir zusammen angefangen haben, war ja erstmal so generell nur Aufbau das Ziel und so. Dann haben wir die erste Saison gemacht, DBV Newcomer gewonnen. Schönen großen Pokal gesaved. Da könnt ihr eine Doku auch auf meinem Channel sehen. Und ja, das war auf jeden Fall schon richtig gut. Dann Aufbau gemacht und dann die Offseason für Props an dich. Wirklich extrem gut gelaufen. Dann Diät jetzt wieder gemacht, Regio geholt, gesehen, dass wir da noch ein bisschen trockener werden müssen. Das haben wir direkt umgesetzt. Paket war heute super, Präsentation ist sowieso immer die beste bei dir. Wirklich, also das machst du richtig schön. Ich bin da immer richtig hyped und auch ein riesen Fan von dir. Und ja, das ist eigentlich gut gelaufen. Es ist natürlich immer so eine Sache, die Klassen wandeln sich. Früher war Wellness deutlich softer, jetzt wird es etwas härter verlangt, gerade bei den Profis in dem Bereich. Ne? Ich finde erstmal eine Finalplatzierung, Glückwunsch an der Stelle, mega gut bei dem Feld hier. Also sehr, sehr starke Konkurrenz in allen Klassen. Ja. Einer der größten Wettkämpfe Europas, Dennis James Classic. Ne? Und super abgeliefert. Ob man die Entscheidung jetzt mit Platz 4, also ich sag mal, du hättest jetzt auch einen dritten locker haben können oder einen zweiten. Das ist auch immer ein bisschen subjektiv. Toll performt auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir machen weiter. Also Saisonabschluss machen wir jetzt schon. Wir arbeiten jetzt weiter in der Offseason nochmal an ein paar Schwachstellen, weil dein Oberkörper ist ein bisschen zu viel. Und an den Beinen können wir halt noch was aufbauen. Wir haben eh kein Gewichtslimit und da arbeiten wir natürlich weiter. Das heißt, wir stellen den Trainingsplan um, gehen jetzt erstmal in den Reverse, leisten Detox, Aufbau und dann wird wieder abgeliefert, würde ich sagen. Yes, sir. Bist du damit einverstanden? Ja. Ich hab Bock. Sehr geil, ich auch. Ja. Gut, dann war's das auf jeden Fall. Ich gehe jetzt was essen und dann fahren wir nach Hause. Wir haben erstmal ein bisschen Urlaub gemacht. An dieser Stelle nochmal Support. Auf jeden Fall Jennys Channel liken, teilen, abonnieren, Glöckchen anklicken, damit ihr immer wisst, wenn sie ein neues Video macht. Gerne auch bei meinem Channel vorbeischauen und ja. Dann sage ich vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ja, peace out. Tschüss.